Malolle, es geht hier weiter. Ihr seht den Knubbel und der gefällt mir gar nicht. Nochmal sorry, ich bin voll erkältet. Vorhin reden und dann muss ich husten. Ist so. Der Knubbel gefällt mir gar nicht. Alles gefällt mir nicht. Es ist so eine Sache. Habe ich ja so ein bisschen halt beschäftigt. Es gibt ja mittlerweile, hatte ich ja in dem letzten Video oder vorletzten Video schon erzählt, es gibt modernere, neuere Varianten mit Bluetooth und Bussystem. Und da wäre es viel geiler, zum Beispiel mit Bussystem. Ihr wisst ja, im Auto ist auch so, früher musste man wie hier, das ist so hier Ascona 1987, für jede Sache, die leuchten soll, muss eine Plus-, eine Minusleitung gelegen werden. Beim Bussystem hast du in dem Sinne nur eine Plus-, eine Minusleitung und eine Steuerleitung. Sprich, du hast ganz dünne Kabel und zum Beispiel von Pistenklingen gibt es so ein System mit Bus. Dann hätte man nach hinten nur zwei Kabel dünne und vorne auch relativ dünne Kabel. Da ich aber nicht einsehe, jetzt diese immerhin über 300 Euro, 360 Euro teure MFC rauszuschmeißen und mir dann nochmal für über 300 Euro, weil das ist nur eine Lichteinheit, ich glaube 280 Euro kostet das, die Pisten gegen Lichteinheit, dann müsste ich ja noch einen Fahrregler mit Soundmodul, mit Vibrationsmotor kaufen, dann bist du auch wieder bei 400 Euro. Versuchen wir das Beste daraus zu machen, weil die Hälfte ist ja schon verbaut und wieder als zerrupfen, fände ich auch doof. So. Wie sieht denn jetzt mein Plan aus? Also natürlich wieder Fahrhaus ab, Stoßstange ab und dann werden wir die Kabel ganz vernünftig verlegen. Die blöden Halter hier, diese Halter für die Batterie, diese Aluhalter fliegen runter. Dann schrauben wir erstmal vernünftige Vibrationsmotor und zwar hier im vorderen Bereich an mit vier Schrauben. Hier in den vorderen Bereich kommen wir ja, wie man sehen kann, kaum dran, wenn das Fahrhaus gekippt ist. Deswegen kann hier vorne eigentlich auch Sachen hin, wo wir nicht dran müssen. Also Vibrationeinheit, der kleine Fahrregler für die Hebeeinheit, das kann alles sein. Die MFC würde ich dann gerne flach hier hinlegen, und zwar flach hier vorne hingelegt. Und dann möchte ich gucken, dass ich die Kabel nicht mehr wie hier aus Schlaufe, als Schlaufe hinlege und dann einstecke, sondern versuche alles, weil hier runter drunter ist ganz viel Platz. Dann versuche alle Kabel und auch wenn sie zu lang sind, weil dann muss ich sie nicht kürzen und wieder zusammenlöten, was 100 Jahre dauert, hier drunter unter diese Platte zu befestigen. Wenn hier Wasser, Dreck und Schmutz dran kommt, macht es ja nichts, den Kabeln aus. Und alle Kabel nur hier links und rechts oder an der Seite, je nachdem muss ich gucken, wie die MFC ist, eng hochlege, flach und dann einstecke. Und alles schön zusammengebunden mit Kabelhalter etc. pp. Damit man wirklich nur dieses kurze Stück Kabel sieht, welches in die MFC kommt. Die Kabel, die vom... Das funktioniert mit den Kabeln ja auch hier vorne. Ne? Die müssen ja nicht so sein. Die Kabel, die vom Fahrhaus kommen, wenn ihr sehen kann, da ist ja Positionsleuchten hier oben, Palaverlampen, Servoleitung und Lautsprecherkabel. Wenn ich gucke, dass ich die auch zusammenlege, hier an der Rückseite des Fahrhauses runterlege und dann, wobei das blöd, dann hätten wir hier auch wieder so ein Kabel, was lang ist. Oder, doch besser so, dann kommen da auch dran. Und dann in die MFC rein. Das sind die einzigen Kabel, die dann so ein bisschen baumelig rumhängen würden. So ist der Plan. Die MFC vernünftig zu verlegen von Kabel. Wie gesagt, es gibt viel bessere Alternativen. Die würde ich auch jedem mittlerweile empfehlen, aber wenn man sich da einarbeiten muss. Klappe hinten mit Geräusche. Aber wir haben jetzt das und damit arbeiten wir und auch viele Leute, die Modellbau anfangen, denke ich mal, werden sich die MFC holen. Dann gebe ich hoffentlich so ein bisschen Hilfe, wie man sie einigermaßen vernünftig verlegen kann. So Leute, ist doch passiert, ich tausche den Servo aus. Mir ging das doch zu so einem Zeiger, ganz ehrlich, ich habe es in den Videos mitgekriegt, das war... Ich muss dazu sagen, der Servo ist nicht defekt, es ist einfach bei dieser Servo-Serie Stand der Technik. Ich habe den Verkäufer, das Berlinski, kann ich ja sagen, angeschrieben, der sagte, bei diesen Digital-Servos ist dieses Geräusch normal, weil dadurch, dass der so fein und schnell ist,
fragt er immer seine Position ab und dadurch entsteht so ein Geräusch. Naja, ja, mich nervt es aber. Deswegen werde ich diesen Servo einfach verkaufen. Mal gucken, ob man anders glücklich wird, weil es den jetzt einfach in Ecke liegen zu haben und ich werde den eh nicht verbauen wegen dem Geräusch. Ist ja auch blöd. Vor allem, das Ding hat glaube ich 40 Euro gekostet oder so. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal 20 Euro, 15 Euro dafür, keine Ahnung. Aber besser ist gar nichts. Ich habe mir von HRC einen stinknormalen analogen Servo vollwasserdicht geholt. Der kann 23 Kilo, was ja auch reicht. Also 30 Kilo muss ja nicht sein. Ich glaube, der hat noch nicht mehr 30 Kilo erreicht wegen der Voltage. Weil ich glaube, die MFC liefert auch nur 6 Volt und der liefert definitiv 23 Kilo bei 6 Volt. Das reicht. So, ich bin jetzt ein Stück weiter. Rüttelmotor ist fest angeschraubt. Die MFC habe ich mit so Schrauben und eine Mutter, also Kragenmutter und Klebeband. Ne, ist auch fest. Schwebend gemacht, weil dann kann ich nicht die Kabel auch hier drunter führen und dann sieht es nicht so wild aus. Wir haben jetzt die Heckleuchten angeklemmt. Die Servos sind alle angeklemmt. Die Hauptversorgung der MFC ist angeklemmt. Es sieht noch sind viele Kabel, es sind nun mal Fehlkabel, ne? Aber es sieht nicht mal aus, so wie explodiert und mit so einem riesen Wulst. Sieht auf jeden Fall besser aus. Den Regler für die Hebeeinheit ist jetzt unten gewandert. Also hier ist auch noch der Empfänger hingekommen. Die Regeleinheit für die Hebeeinheit ist hier unten. Die Kabel sind hier alle so ein bisschen versteckt. Vom Motorkabel habe ich das auch mal unten durchgelegt. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich die hier ein bisschen kürze oder unter die MFC. Ihr seht jetzt hier schön viel Platz unter der MFC, dass man Kabel verstecken kann. Das muss jetzt noch gemacht werden. Ja, und dann ja, sind alle Kabel schon dran, bis auf Front und Fahrerhaus. Und die verlege ich schon jetzt auch gleich alle sehr kurz und gut, damit das nicht aussieht wie eine Explosion. Hier, denke ich mal, werde ich die Stromversorgung kürzen, weil es ja extrem lang das Kabel, also abschneiden, dann kann ich die auch von der Hebeeinheit mit anlöten. Ich weiß nicht, so reicht ja. Der Akku wird ja draufgelegt, also reicht also kurz und dann der Stecker wieder dran. Dann haben wir Kabelchaos auch endlich hinter uns. Ja, es gab noch eine Änderung und zwar das zu weit nach hinten. Nicht gut, weil dann kann man nicht mehr zuklappen. Deswegen habe ich jetzt weiter vorgemacht. Kabelbäume, die waren alle eigentlich so ein bisschen drunter. Jetzt sind sie ein bisschen vor, aber sieht nochmal besser aus als dieser Blumenstrauß, finde ich. Kann man ja auch nicht ändern. Jetzt sind nun mal für jede Lampe 2 Kabel, so ungefähr. Aber jetzt geht das Ding zu. Die Kabel von der Stoßstange sind auch schon angeklemmt. Jetzt fehlen nur die Kabel vom Fahrhaus. Da muss man überlegen, wie ich die mache, damit die nicht ganz so wild aussehen. Den Batteriekabel, also Batterieanschluss, habe ich gekürzt. Wie gesagt, ich werde die Batterie hier drauflegen wollen. Mittlerweile, wo ich so weit vor bin, vielleicht geht das. Mit dem Akku vielleicht. Doch so hier hoch, so hier hinter, sonst würde so auch definitiv gehen, auch von der Höhe, aber würde ich mir noch so ein Klett holen, so ein einfaches, was ich hier auf die MFC festmache, damit das nicht abhaut. Also kann man jetzt zeigen, restliche Kabel, na, ihr seht, geht das dazu und eingerastet, ist eingerastet. Hupen habe ich verbaut, sind die vom Carsten. Da steht zwar auf der Tüte, wo habe ich den? Actros, hier ist die Nummer. Aber die passen wunderbar, ist ein lang, ein kurzer. Passen, die sind dran. Weil die aus Plastik hat festgestellt, die, wenn der Fahrhaus mal kippt oder drankommt, die gehen direkt kaputt. Und die sind natürlich schon fest. Ja, wie gesagt, es passt jetzt, muss ich nur noch hier gucken. Ihr seht ja selber, auf Reifen wäre doof, dass die Kabel vom Fahrhaus ist noch vernünftig verlegt im Fahrhaus. Ich habe erst gedacht, ich lege die hier hinten,
Nur ihr seht da, wenn die Stoßstange montiert ist, dann geht es ungefähr so weit auf. Aber dann müsste man ja Kabelspiel haben, damit man so weit aufklappen kann. Jetzt überlege ich, an der A-Säule entlang zu legen und hier in die Ecken rein, die Kabel. Damit das nicht ganz so wild wieder aussieht da drin. Oh, die Seitenblinker hier sieht man. Den auch dran gebunden. Hier habe ich Halterung dran gemacht, damit das hier auch an der Seite geführt wird. Kabel von den Dachlampen sind dran, die sind jetzt dran. Die Servo-Ding muss ich nur noch anklemmen hier. Und auf der Seite den Seitenblinker kann man das Paarhaus schließen und die Stoßstange anschrauben. Dann sind wir mit Kabelung fertig. Es sieht natürlich auch noch ein bisschen wüstiger aus. Es sieht nicht mal aus so wie so ein Blumenstrauß, man kriegt kaum das Fahrerhaus zu. Jetzt relativ eng gebunden, aber wie ich schon gesagt habe, analoges System, ganz viel Kabel. Einfach Pistenking das System mit dem Bus ist natürlich viel, viel, viel kompakter. Man hat eine Steuerplatine, da geht zwei oder drei Leitungen nach hinten zu jeweils Hintenplatine, Rückleuchtenplatine, Frontleuchtenplatinen. Man hat kaum Kabel, also das ist definitiv die bessere. Ja, Versorgung. Aber wenn wir die MFC haben, müssen wir sie nutzen. Und ich denke mal, so wie sie verkabelt ist, kann man es. Ja, kann man es nutzen, denke ich mal. Ist jetzt ein bisschen kompakter und sieht mir nicht mehr so wild aus. So. Ich stöpsel sie mal zusammen, Akku rein, gucken, ob funktioniert. So, letztes Kabel hier sind verstaut von den Seitenblinkern ab. Akku habe ich jetzt angesteckt und eben auf die MFC gelegt. Wobei ich glaube, vor da wäre noch ein bisschen Platz. Aber wie gesagt, ich gucke mal, dass ich hier noch so ein Klett-Ding kriege. Damit wäre es, ne? Also zu geht's auch, wie man sehen kann. Mal gucken, wie der einrastet. Ja, da ist es eingerastet. Front alles ist dran. Es gucken auch keine wilden Kabel unterm Auto raus wie vorher oder eine Seite raus oder so. Es sieht relativ gut aus. Innen sieht es natürlich kacke aus. Also sollte ich den mal upgraden, was Licht angeht und so, dann wird definitiv ein Bussystem reinkommen mit doppeltem Boden und Fahrhaus auch eingerichtet. Aber jetzt, wie gesagt, wir haben die MFC, jetzt nutzen wir sie und das war das Beste, was wir machen können. Jetzt gucken wir, ob alles funktioniert. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist irgendwas auseinandergefallen oder hat sich zerlegt hier bei meinen wilden Bastelei. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an und dann erzähle ich, was wir weitermachen. Gut, wenn ihr einen Sauger hört, es ist Robby. Es tut mir leid, oh, jetzt ist alles verkehrt hier. Wollen wir das hinkriegen? Ja. Das geht schon mal. Boah, ist halt schöne Lenkung zu haben, die nicht so. Aber du merkst schon, dass er weniger Kraft hat als der andere. Wobei er 23 Kilo sein soll, der andere hatte 30. Jetzt merkt man das schon. Stärke. Linker geht. Geht ja auf die andere Seite. Bremslicht geht auch. Das geht auch. Oh, Robby will in seine Absaugstation. Warte mal, jetzt wird's gleich laut. Ja, komm, Robby. Schaffst das? Lichthupe geht.
So, gucken wir mal. Dach nicht geht. Stand nicht geht. Das geht da. Gut. Barblicker geht da. Also, Stand geht sowieso. Fette Ordnung. Fertig. Gut, gucken wir mal, ob die Hebeeinheit geht. Oh ja. Die Eier will immer, aber es funktioniert auch. So, gehen die Palaver lang. Ja. Bisschen klappern, das Geräusch hat sich noch mal. Das kommt von hier hinten. Ja, wir haben es geschafft. Die Verkabelung nochmal umgetüdelt. Auf jeden Fall sieht es so viel besser aus. Also man kriegt das Fahrhaus jetzt auf und zu. Ja, natürlich sieht es von außen Neumann nicht 100% geil aus, aber mit den ganzen Kabeln geht es nicht anders. Im nächsten Video werden wir noch mehr Kabel legen. Wir werden die Beleuchtung erweitern und gucken wegen der Anhängerkupplung. Das wird so ein nächstes Video sein, was wir machen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.